wichtig, du bist ein Glas Wasser. Ich sprich sogar stehen. Sage, ich muss schnell machen, sonst nicht das erste Tor schon fällt. Seite, da ist Gio Reyna, bringt den Ball vors Tor und da wäre Spieler, die wirklich technisch hervorragend ausgebildet sind. Da ist ja, wie gut die U23 und U9. Ja. Oben links ist er. Oh ja, das ist gut. Auf den zweiten Pfosten wird erstmal gewehrt. Marco Reus nimmt ihn direkt. Rose verlangt wirklich richtig viel von den Jungs. Die müssen auch ein wirklich, oh, schöner Ball. Ein etwas sehr smart. Oh, schöner Ballgewinn, da muss ich mal kurz unterbrechen. Nobby, Doppelpass mit Tickes und doch. Das war ein Schritt. Ehrlich. Das war ein Schritt. Jetzt ist aber Sansone recht frei und der findet einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Er ist natürlich behütet wird. Der auch in mag sein. Jetzt Marco Reus auf Erling Haaland. Und Nico Schulz rutscht. Na, jetzt Erling Haaland, Marco Reus und Steffen Tigges im 16er. Und jetzt war der polnische Torhüter keine Probleme, den Ball. Ja, Hummels sehe ich jetzt hier gerade, geht Richtung Bank. Oh, genau. Immer wieder diese Chipbälle auf, weil die haben wir zum Beispiel von nach hier an. Emre Can, Mats Hummels haben sich gerade auf die Bank gesetzt. Und der Julian Brandt ist da jetzt frei durch. Das sieht Marco Reus. Oh, Erling. Oh. Besser kannst du es nicht machen, aber er kommt der Ball. Schöner Pass jetzt von Marco Reus. Brandt sieht am langen Pfosten Johannes Sturm. Oh, super Zusammenspiel da. Und jetzt ist Erling Haaland durch. Skorupski wirft sich davor und Gio! Da auch die Partie zur, zur Trinkpause. Und dann sehen wir auch noch ein drittes Mal. Und damit wir uns das nochmal angucken, unterbricht Felix. Und dann einfacher Doppelpass zwischen Gio und Erling. Und dann das prallen lässt. Nico Schulz, Steffen Tickes trifft den Ball nicht richtig. Ah. Jetzt nach vorne spielt, in die Mitte. Ah, der Ball rutscht. Gebracht. Hoch weiter auf den zweiten Pfosten. Wenn man zurückgelegt, aber da erstmal zum Eingriff. Moderhut. Er schießt mal. Sehr schöner, schön offener Pass von Maloney. Eher können sie dann den Jungs der ersten Mannschaft helfen. Jetzt gucken wir mal, ob ein Doppelpass nochmal. Und da, wenn der Ball nicht ganz vielleicht chippen. Richtig gut. Aber das war schon nicht schlecht. Findet wieder Marco Reus. Bleiben im Ballbesitz. Aber bei den Flankpass lag, der jetzt in den 16er eindringt. Aber auch gibt's doch nicht. Und was wir euch, bevor Moderhut drankommen konnte, war noch ein Italiener dazwischen. Aber der. Oh! Nein, den kannst du besser nicht machen. Mich freut's für Lennart. So auch ein feiner Kerl macht er. Und legt ihm den direkt auf den Kopf. Und das, also. Nicht wirklich gut geklärt und dann Marco Reus sieht, das ist die 24. Jetzt ist es die 42. Das erste Tor. Ball müssen wir nicht reden, der war 1A Sahne. Und hier stark von Steffen, der einfach so mit links sofort abschließt. Auch ein bisschen damit spekuliert. Dem niederländischen Nationalspieler. Und Sydney ist in dieser Saison kein Schrecken kriegen. Es hat wieder mächtig geblitzt hier in der Nähe. Könnte donnern. Jetzt gucken wir mal auf den Luftzweikampf. Marco Reus versucht den direkt zu nehmen, aber der ist. Steffen Tigges verliert da das Duell gegen den Keeper der Italiener. Nicht durch. Gio Reyna. Auf der linken Seite Julian Brandt. Ah. Und Gio mit dem Fallrückzieher. Auf Scherz ist natürlich auch einfach. Von oben sagt sie es immer einfach. Ja, ja, genau. Du guckst drauf und das, der liegt ja schon fast. Das ist vorbei und dann kannst du einschieben. Sagt die Sturmlegende. Jo, vielleicht hat er da irgendwie den Fuß unglücklich abbekommen. Und bei Julian bin ich mir nicht sicher, ob er ihn ins Tor lupfen wollte oder nochmal. Seite. Also auf der Doppelpass mit der 7. Der bringt den Ball vors Tor. Den FC Bologna. Durchkombiniert jetzt und jetzt startet Erling, aber da. In der 42. Minute wirklich überragend zum 2:0. Läuft auch durch. Mal gucken, vielleicht kommt er noch mal an den Ball, wenn Erling das sieht. Aber der sucht selbst lang. Und wenn er jetzt in die Mitte guckt, dann hat er die Wahl aus Felix Passlack und Steffen Tigges. Ist die Frage. Oh.
Ja. Nein, er geht mit der offenen Sohle und das ist noch nicht. Wir gucken nochmal. Ja, er trifft. In der Mitte waren Steffen Tigges und Felix Passlack frei durch. Wenn er ihn da unten. War wahrscheinlich die Retourkutsche. Oh, und die. Oh, kein Problem. Sie mithalten können, ob da noch jeder Sprint passt. Jetzt erstmal Erling Haaland. Aber auf, hast du gesehen. Auch Marco Reus macht das gut. Zurückgelegt. Haaland! Er zieht dann knapp. Na, guck mal an, wobei kombiniert war es gar nicht. Es war ein Pass am Ende. Das ist schon, wenn er vor dir steht, dann denkst du schon, dass. Boah, jetzt Gio wir. Sehr gut. Ah, schade. Wir haben fast jeden Tag zwei Einheiten hinter uns, auch immer wieder Krafttrainings. Haben die Jungs schon sehr, sehr viel dazugelernt und denk mal auch die letzte Woche vor dem ersten Pflichtspiel in Wiesbaden. Wird nochmal gut sein. Geht gerne 1 gegen 1 auch mit dem Kopf durch die Wand und hat, glaube ich, hier. Gut gekreuzt von Marco. Muki hat. Nein. Schade, auch dazu führt, dass Bologna bis jetzt im Endeffekt auch Druck zu machen. Und deswegen zeigt er einfach wieder sein. Richtig. Zum Anfang der Saison. Das wird auf jeden Fall nichts. Nee. Ah, der Tempo, geht jetzt. Tempo. Auf und davon spielt auf Mokoko. Yes, Muki. Schießt doch! Dann Gürpütz kommt noch. Auch ein junger Spieler. Muss jetzt ich auch schon das ein oder andere Mal aus dem Netz fischen. Und es leider ist nicht ein. Weiter drin bleiben wie. Wow! Dann machen wir das jetzt wieder. Perfekt. Wiederholung. Kurz geschaut. Draufgeschossen. Bam! Wem verstehst du dich am besten? Verstehe mich eigentlich mit allen super. Austausch, sodass ich mit denen super verstehe, Roman und ich spielen eigentlich mit allen gut. Mein Torhüter-Kollegen ist natürlich, gehen immer gerne was essen, kochen auch ab und zu mal was zusammen. Ob Trainingslager oder nicht, unterscheidet es nicht. Vielleicht die Intensität und die Anzahl. Verfolgt habe, vorher gibt es sogar noch einen Wechsel. So, jetzt kommt die vierte Ecke für den BVB. Letztes Jahr haben ja nur Paar mittrainiert, aufgrund natürlich von Corona. Ist ja jetzt auch verfügbar. Das findet ihr wie immer bei uns im Shop. Mal sehen, der Kapitän macht sofort das Tape an.